So, jetzt schreibe ich ihm mal. Hallo Coach Cecil. Ich mache jetzt seit 2 Wochen Low Carb. Am Anfang ging es einigermaßen gut, aber jetzt passiert gar nichts mehr. Was mache ich falsch? Nachricht? Ich habe jetzt irgendwie... Ja, hast du gar nichts abgenommen? Ah, ja, Antwort. In der ersten Woche habe ich 2 Kilo abgenommen und seitdem nur noch 500 Gramm. Hä? Oh. Ja, und was dachtest du, wie viel du abnimmst? Ja, geht das nicht normalerweise schneller? Oh. Nach dem Intro. So, meine Freunde, euer Coach hier. Sassy. Wie viel kann man denn pro Woche jetzt abnehmen? Was ist denn ein Maximum? Was ist ein guter Wert? Was ist ein schlechter Wert? Grundsätzlich sage ich euch, ihr könnt auch an 2 Tagen 10 Kilo Gewicht verlieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Viele Boxer haben am nächsten Tag einen Wettkampf und merken so auf der Waage, oh, sind ja noch 5 oder 6 oder im Extremfall 7 Kilo zu viel. Was machen sie? Sie machen, keine Ahnung, 20 Saunagänge, hüllen sich ein, legen sich ins Bett, schwitzen, gehen nochmal mit dem Schwitzanzug laufen und am nächsten Tag haben sie schon zum Teil 5 Kilo weniger. Dann noch einen Tag, machen sie es nochmal. Also ihr könnt wirklich in 2 Tagen 7 Kilo, 10 Kilo abnehmen. Aber euer Ziel sollte ja sein, nicht einfach nur Wasser zu verlieren, sondern ihr wollt natürlich Fettgewebe verlieren. Das ist ein ganz großer Unterschied. Okay, interessant. Erzähl mal weiter. Ja, jetzt gucken wir uns mal an. 1 Kilo Fettgewebe hat praktisch 7000 Kalorien. Also ihr müsstet 7000 Kalorien mehr verbrennen, als ihr am Tag verbraucht. Wenn ihr zum Beispiel am Tag 2000 Kalorien verbraucht, als Beispiel, und ihr nehmt nur 1000 Kalorien auf, dann spart ihr pro Tag 1000 Kalorien. Ganz theoretisch würde es also heißen, in 7 Tagen, wenn ich 7 Tage jeden Tag 1000 Kalorien spare, was schon sehr, sehr viel ist, dann würde ich in 7 Tagen 1 Kilogramm Fett verlieren. Wenn ich natürlich eine Ernährungsform habe, wo man auch wirklich den ganzen Tag über Fett verbrennt. Ihr wisst ja aus meinen Videos, die Kohlenhydratverbrennung und gerade mit der Insulinausschüttung verhindert ganz zuverlässig die Fettverbrennung. Deswegen solltet ihr natürlich möglichst genug Proteine aufnehmen und die Kohlenhydrate und die Kohlenhydratspeicher runterfahren, damit der Körper keine Möglichkeit hat, was anderes wirklich zu verbrennen als Fettgewebe. Also müsstet ihr schon 1000 Kalorien im Minus sein, um in einer Woche 1 Kilo Fett zu verlieren. Hä? Ja gut, aber ich lese doch ständig in den Zeitschriften und meine Arbeitskollegin hat mir auch erzählt, sie hat nämlich 5 Kilo abgenommen in 10 Tagen. Siehst du? Geht also doch mehr. Gewicht ist nicht gleich Gewicht. Gewicht ist nicht gleich Gewicht, deswegen ist auch die Gewichtszahl egal. Ihr könnt 60 Kilo wiegen und einen Fettanteil von 35 haben oder ihr könnt 60 Kilo wiegen und einen Fettanteil von 15. Meint ihr nicht, dass ihr komplett anders aussehen würdet? Natürlich. Also Gewicht ist erstmal gar nicht entscheidend. Wenn ich jetzt so von jemandem höre, der dann in 10 Tagen 5 Kilo abgenommen hat, ja, das muss ja Wasser sein. Wasser und Muskulatur. Muskulatur bindet sehr, sehr viel Wasser. Also wenn ich Muskulatur verliere, dann verliere ich auch viel Wasser und damit natürlich viel Gewicht. Aber das ist ja kein Fettgewebe, weil ihr seht ja schon minus 1000 Kalorien, was schon sehr, sehr viel ist. Das ist schon sehr stark im Defizit. Man sagt normalerweise, ja, so 500 Kalorien ins Defizit gehen, aber nicht 1000. Wenn ihr schon 1000 ins Defizit geht, dann könnt ihr maximal reines Fett 1 Kilo pro Woche verlieren. Das ist dann aber wirklich reines Fettgewebe und das ist viel, weil es sind 4 Pakete Butter. Stellt euch mal Butter hin, 4 Pakete, schneidet die aus dem Bauch raus, das ist schon richtig viel. Okay, so langsam komme ich dahinter. Also hat die Arbeitskollegin von den 5 Kilo auch viel Muskeln verloren? Ja, natürlich hat sie viel Muskeln verloren, weil rechnen wir uns das mal aus. Um 5 Kilo reines Fett zu verlieren, müsste sie 35.000 Kalorien im Defizit sein. Also sie müsste in 10 Tagen 35.000 Kalorien weniger aufgenommen haben, als sie verbraucht. Sprich, das wären jeden Tag 3.500 Kalorien im Minus. Selbst wenn sie nichts isst und jeden Tag 1 Stunde Fahrrad fährt, würde sie es nicht schaffen. Und Muskulatur wiegt halt einfach viel, weil es viel Wasser bindet und dann verliert man viel an Gewicht. Aber das ist nicht gut. Cecil, du hast recht. Ich mach das lieber vernünftig.
Zusätzlich haben wir noch so einen Setpoint im Körper. Also der Körper, ihr kennt das ja, hält einen immer ungefähr bei dem Gewicht. Also ich esse mal eine Woche weniger, dann esse ich mal eine Woche mehr, aber ich wiege ungefähr immer gleich. Das ist der Setpoint. Wenn ich jetzt zu schnell abnehme, dann kommt der Setpoint gar nicht hinterher. Das heißt, ihr lauft immer Gefahr, dass man wieder mit dem Gewicht hochkommt. Deswegen lieber Schritt für Schritt pro Woche 500 Gramm, das sind 2 Butterpakete, sehe ich als optimal an. Wenn ihr mal am Anfang, gerade wenn ihr anfangt mit der Diät, dann könnt ihr auch mal schnell 1 Kilo pro Woche verlieren. Das ist auch nicht dramatisch, aber achtet nicht auf solche Zahlen wie 10 Kilo in 2 Wochen oder 20 Kilo in 4 Wochen oder so. Alles total Quatsch, weil es ist Muskulatur, es ist Wasser und es kann nicht effektiv Fett sein, weil ihr wollt keine Muskeln verlieren in der Diät. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Wenn ihr 20 Kilo abnimmt, davon sind 8 Kilo Muskeln, dann habt ihr ein echtes Problem, weil ihr dann pro Tag einfach mal so 800 Kalorien, 1000 Kalorien weniger verbrennt, weil die Muskulatur verbrennt sehr viel Kalorien. Ihr wollt die Muskulatur also behalten. Okay. Fessel. Das hat mir richtig geholfen. So, meine Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich immer weiter kommentieren. Ich habe das Video aufgrund einer Frage gemacht. Schreibt mir mal rein, was für Videos ihr sehen wollt. Und natürlich, Moment, einmal abonnieren. Snapchat, Instagram, Facebook. Folgt mir unbedingt überall, weil ich habe überall andere Themen. Snapchat, was ich esse so am Tag, Instagram, ein paar Fotos, Facebook, viele Workouts und so. Folgt mir überall. Und natürlich bei YouTube nicht vergessen, hier einmal den Abonnier-Button zu drücken. Weil sonst werdet ihr nicht informiert, wenn ich neue Videos habe. Und das wäre schrecklich. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mitzumachen bei meiner kostenlosen Tour auf maximumprinzip.com. 7 Tage lang, ihr bekommt jeden Tag ein neues Video. Und keine Angst, kein Abo danach, sondern ist einfach vorbei danach. Also 7 Tage, jeden Tag ein neues Video. Ich glaube, das war's. Bis bald, euer Coach Cecil.